Kompakte Highlights der einzelnen Tage kommen täglich versetzt auf dem Domo-Kanal. Link in der Videobeschreibung. Okay, ich glaube, wir sind zu sehen. Freunde, herzlich willkommen zu Tag 5, Digga. Ich dachte, wir haben Tag 4. Was ist Tag 5 schon? Warte mal, ganz kurz. 5, 10, ein Drittel. Ein Drittel. Bro, wie ist ein Drittel schon rum? Oh, das ist crazy, das ist crazy. Freunde, Tag 3. Hey. Einmal durch. Wir haben Tag 5, Ladies and Gentlemen. Wir haben ein fettes Programm heute. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Wir sind ein bisschen in der Crunch-Phase. Oh, ja. Weil wir müssen eigentlich in 5 Minuten schon los, aber wir fahren wahrscheinlich ein bisschen später los. Ja. Es geht nämlich heute zum Eisbaden und wir haben heute noch ein bisschen Besuch bekommen. Oh, Schein. Der Albaner aus Stuttgart ist da, Freunde. Aber ich komme leider nicht mit zum Eisbaden. Ja, aber das wäre so geil gewesen. Wäre echt geil. Spenny hätte eigentlich mitkommen können, aber er meinte, er schafft leider nicht. Das wäre krass gewesen. Spenny ist ein Eisbade-Profi, hat mir schon Tipps gegeben. Ja, ein bisschen mal ist zwar mit Sauna so, aber so habe ich es noch nie gemacht, deswegen hätte ich übel Bock. Ja. Aber das ist einfach die Strecke und die Länge, dann wie 7 Stunden nach Hause fahren. Ja. Ich habe nur 3,5 Stunden geschlafen. Digga, das wäre der Ihr müsst euch vorstellen, der Typ hat 3 Stunden heute nur geschlafen, ist 4 Stunden Auto gefahren, damit wir 2 Videos drehen können. Das ist Dedication, Freunde. Hier wird noch gearbeitet, Digga. Holy shit. Willst du sagen, dass du nicht arbeitest? Nein, wir chillen nur, Bro, wir chillen. Warte mal ganz kurz. Die Butze hier. Ja, ist nicht meine Spenny. Spenny sagt schon den ganzen Tag, das ist meine Butze. Die hast du gekauft? Nein, aber ich hab die nicht gekauft. Also im Stream sagt er die ganze Zeit immer, wir mieten in allen Videos. Highlight dieses, yo, meine Freunde und ich, wir haben diese Butze für 2 Wochen gemietet. Ja, wir haben und die auch. Eigentlich verspricht er sich immer. Ich schau mir direkt mal rein. Ja. Eigentlich verspricht er sich immer, weil eigentlich meint er jedes Mal im Intro, ich habe gerade eben sein Intro auch angeschaut, er sagt immer, wir haben die Butze hier, oder ich habe die Butze hier für immer gekauft, aber dann nein, kommt der Cut immer. Weißt du, das ist mit so AI, ändern die das dann immer. Ja. Na, scheiße, wollte ich, Mann. Vorher müssen wir aber kurz hochgehen, weil ich habe gerade gemerkt, ich habe gar keine Badehose. Steckst du dir hier gerade unsere Trollys noch ein? Ich habe gesagt, er darf. Okay. Ich habe gerade gemerkt, ich habe keine Badehose. Hast du eine Badehose? Meinst du dabei oder nicht an? Weder noch. Ich habe eine Badehose an. Also Freunde, ich habe heute einen 3-Layer-Look, okay? Warte, ich muss kurz meine Hose aufmachen. Boah, jetzt wird es sexy, oh mein Gott. Also, Jeans, ja? ASOS. Badehose, weiß ich nicht, Calvin Klein, glaube ich. Und dann haben wir noch Boxershorts von Amazon, der 20er-Pack. So ist es. Ja, ich muss mal gucken, wir gehen mal ganz schnell hoch. Wir brauchen, also uns wurde gesagt, fürs Eisbaden sollen wir dem, glaube ich, einen Bademantel mitnehmen. Handtuch und eine Badehose. Badeschlappen? Habe ich auch nicht. Ja, dann eine normale Schuhe und halt eine Woche vorher schon mal kalt duschen, damit man nicht so geschockt ist, wenn man reingeht. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe gerade geduscht, heiß. Super. Perfekt. Sehr geil. Ja, wir gucken mal. Ich habe, glaube ich, noch irgend so eine kurze Hose. Vielleicht können wir uns die mopsen. Boah, ansonsten wird's schwierig, Mann. Ansonsten müssen wir noch irgendwo anhalten und irgendwas kaufen, Alter. Aber das wäre mega ungeil. Jamie, danke für die 300 Bits, Bro. Vielen Dank. Ey, erschreckt euch nicht, mein Zimmer ist ultra unaufgeräumt. Okay. Also wenn, dann glaube ich hier drin, ne? Nee, Digga, ich bin gefickt, Alter. Oh mein Gott. Ich kann mit Reef TV Jogginghose. Kann ich Eisbaden gehen? Ist das scheiße? Ja, ich bin am Arsch, ich bin am Sack. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Das Ding ist, ich habe das letzte Mal die Badehose genommen von Hugo, aber der ist gerade nicht da. Wir können mal in sein Zimmer gehen, vielleicht liegt die da noch irgendwo rum. Okay, wir gehen mal rein, ich hab ein bisschen Angst. Okay. Oh, ihr läuft doch gerade sein Stream, Bro, was ist das? Wir können einfach sein Stream aufmachen, warte mal. Das ist ja kranke Scheiße. Warte, wo ist Text? Text. Hugo ist ein Loser. Bro, stark. Sehr, sehr wichtig. Erste Amtssammlung. So, aber ich weiß nicht genau, ob hier noch irgendwo. Er hat halt alles mitgenommen. Ich weiß nicht, ob er hier irgendwo im Schrank. Oh, das könnte gut sein. Bro, jetzt durchwühle ich hier Hugos Wäsche. Oh mein Gott, ist das eine kurze Hose? Das ist eine Boxershorts. Ich bin gefickt, Alter. Ja, okay, also Wieland hat auch keine dabei, den habe ich gerade schon gefragt. Dominiks Dinger passen mir, glaube ich, nicht. Vielleicht hat Mike. Hast du noch eine, Miguel? Leider nicht. Okay, dann ist die letzte Chance, die wir haben, Mike. Ansonsten müssen wir eine kaufen, Chat. Ich habe eine Jogginghose, eine kurze, aber. Ja, sowas würde notfalls auch gehen. Obwohl, nee, die Jogginghose ist ja so dieser Stoff, weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, nicht so geil. Oder den String-Tanker, ja, den vielleicht lieber nicht. Hey, Leute, wir müssen noch Badeschlappen mitnehmen. Ich habe keine. Ich glaube, dann bist du gefickt.
Ich hab so Hauslatschen. Nimm irgendwas mit, Bro, weil ich glaube, danach stehst du auf dem Eis mit den nassen kalten Füßen. Ich hol meine Crocs noch. Ich bin gefickt. Wir standen da gerade bei Hugo Crocs. Hugo hat auch seine Minecraft Crocs dabei. Dann nehme ich die. Okay, dann holen wir die noch schnell. Ey, Rätsmann, kannst du die holen aus Hugos Zimmer? Mit Chat? Ja. Okay, geil. Dann hole ich kurz mit Mike. Also, mein Handy liegt unten, Chat, aber wir gehen mal schnell hoch. Wo ist dein Handy? Ich glaube, Kevin und Mike sind heimlich verliebt. Die verschwinden immer für so 5 Minuten irgendwie, ne? Schon sass. Na, Chat, wie geht's euch? Ach ja. Ich sag euch ehrlich, es wird heute einer draufgehen. In dem Eis da. Schock, Herzstillstand, kann alles passieren. Wo ist Hugo Zimmer da? Hier, hinter mir. Ach, da? Ja. Oh Gott. Wollen wir uns da reintrauen? Wir waren gerade eben schon drinnen. Was läuft da? Sein Stream? Boah, wir können seinen Stream hier absnipen. Was ist, wenn ich jetzt hier auf Beenden klicke? Traust du dich? Alter, der streamt von hier aus. Kevin hat auch gerade schon ein bisschen rumgeölt. Ich mute ihn für eine Sekunde. Ah nee, warum ist die Maus ein Fadenkreuz, Bro? Okay, das war's vom Prank. Hier liegt der geile Bär. Guck mal, wie er da schon liegt. So. Okay, ah, hier sind die Crocs. Oh, die will ich eigentlich nicht anfassen. Der Bär wurde gefickt, wie der liegt, du hast recht. Der wurde 100 pro gefickt. So, los geht's. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Bär ist so doggy. Wirklich. Was geht mit Sonne? Komm, er wird doch mal noch einen kleinen Slap an den Bär verteilen dürfen. What the fuck? Danke, Merkel, Alter. So. Da sind wir. So, Männer. Hier sind deine Schuhe. Boah, welche Schuhe hat denn der Bruder? Der Jiggo. 12 oder so. Was ist ein M, also männlich 10? Hab ich auch. Das ist 43 dann. Oh mein Gott, let's go. Das ist 43 dann. Okay, wow. Geil. Weil Schwendi meinte gerade, es kann sein, dass wir sogar mit Schuhen reingehen. Das heißt, es ist wahrscheinlich übertrieben wichtig. Ja, dann musst du hier. Habt ihr Bademäntel schon? Wir brauchen Bademäntel. Ja. Habt ihr? Nur mal so zur Info. Was ich halt auf YouTube gesehen habe, Die sind halt immer mit Schuhen reingegangen. Auch so richtige Eisbaden. Boah, Schwendi hat uns schon richtig Angst gemacht, Alter. Schwendi meinte, er hat das schon mal gemacht und hat irgendwie seinen Körper nicht gespürt. Nein, chill. Also, guck mal, was wir machen jetzt. Nein, hast du schon erzählt, Bro. Nee, ich hab nur gesagt, dass das Gefühl da ist, aber es ist halt nicht real. Aber du konntest fast deinen Körper nicht bewegen, hast du gesagt. Es ist nur das Gefühl, aber es ist nicht real. Aber man kann bewegen. Das ist ja nur Mindset. Digga, du kannst dich bewegen. Wir wollen, dass wir da 1 bis 3 Minuten drin bleiben. Ich dachte, wir gehen so kurz rein, 10 Sekunden raus. Also Ziel ist es heute, Dominik dachte, dass wir halt 5 Sekunden kurz reingehen. Ja, Ziel ist heute, eine Minute im Eiswasser auszuhalten. Ey, das ist Ziel für heute. Das schaffe ich vielleicht, aber dann müsst ihr mich rausziehen danach. Also, hast du hast das schon mal gemacht. Ja, aber nie eine Minute. Halt nach Sauna, ich bin schon ins Eisbecken mal rein, aber nie eine Minute, Chat. 30 Sekunden schafft ihr auf jeden Fall. Okay, also ich glaube, wir haben alles. Ja, ich gehe noch einmal ganz schnell in mein Zimmer und dann können wir loslegen. Achso, nee, bleib ruhig. Okay. Das ist ja auch für Kamera was. Das ist alles nur für die Kamera. Ich bin privat gar nicht aufgeregt, Chat. Ich mach das nur für euch so. Ich find's privat total chillig. Ich hab da jetzt gar keine Angst, in 2 Grad kaltes Wasser reinzugehen, ne? Bill Gaddy, vielen Dank für den Zap. Knossi meinte, du bist ein bisschen respektlos. Was? Warum? Weil ich den Bär geschlagen hab auf den Arsch? Das ist ja krank. Ey. Ja, oben am PC läuft einfach Hugo Stream. Wir können einfach auf Beenden drücken. Echt jetzt? Ich habe gerade 2 Sekunden gemutet. Das ist geil. Ja. Hugo, Knossi und Sascha wurde beschossen. So, fick. Das ist natürlich chillig. Nicht gefährlich. Also, Real Talk, ich weiß nicht. Ich glaube, an sich ist das jetzt nicht gefährlich, wenn der andere dabei ist und wenn man jetzt körperlich jetzt nicht krank ist. Ich glaube, wenn jetzt da ein Herzkranker reingeht. Das sollte jeder schaffen, außer. Also wenn man herzkrank ist. Ja, wenn man herzkrank ist. Also sonst schafft das jeder, meinst du? Sonst sollte das jeder schaffen, ja. Okay. Wegen Elton. Dicker, das ist uns schon 1000 Jahre geklärt. Oh mein Gott. Elton und ich sind Homies, okay? Chillt mal jetzt. Wieso habt ihr dann nicht Rainbow Six zusammengespielt? Weil ihr auf PlayStation zockt, Bro. Das geht gar nicht. Ja, kauft ihr PlayStation? Als Shooter auf dem Controller bin ich überarsch. Das macht der Controller für dich alleine. Du musst auf dem Controller nicht. Ich bin ja schon auf Tastatur und Maus überarsch. Oh, vielleicht wäre das der Trick. Da so vielleicht bin ich auf Controller besser. Mit da ist so viel Aim Assist, Alter. Der schießt automatisch im Kopf. Deswegen ist Jinx hier auch so gut, Bro. Ja. Ist der Controller-Spieler? Der ist Controller-Spieler. Bro. Der macht doch Xbox. Ja, also das Problem ist halt. Was denn? Das Problem ist halt, ich habe halt, also mein Frühstück besteht halt jetzt aktuell aus einer Banane und gleich noch einem Ei. Und das ist halt dann das, was mein Körper da zehren kann, wenn er in 1 Grad kaltem Wasser ist. Und ein paar Trolleys sind auch noch mit drin. Ich habe keinen Herzfehler. Nein, ich habe keinen Herzfehler. Ich hatte mal dieses komische, wo ich im Krankenhaus war. Da ist jetzt alles gefixt mit Tabletten und so. Aber ich manchmal willst du in meinem Herz. Ja. So, ihr geilen Mäuse. Das ist der allergrößte Herzfehler überhaupt.
Ich würde mir noch ein paar Flakes machen und dann können wir los. Ich habe Schuhe, ich habe Bademantel, ich habe Handtuch. Brauchen wir noch irgendwas, Tim? Schlappen habe ich. Ersatzunterhose? Habe ich nicht, aber brauche ich nicht. Ich gehe aber dann so in die Jeans rein. Auf freudig. Nice. ja, also, passt. Badehose, Handtuch, Bademantel, Schlappen, das war's. Okay, gut. Alright. Ey, ganz kurz. Was war das? Wie lange bin ich schon hier? Zwei, drei Stunden. Ich habe ja kaum mein Handy genutzt, ne? Ja. Ich habe 3 Stories gerade hochgeladen. Digga, auf einmal kam eine Meldung von 60 Euro Datenroaming erreicht. Ziel erreicht. Ah, chillig! 60 Euro, was ist denn das, Digga? Boah, ist das so Aldi-Talk? Nein, O2 ganz normal. That's crazy. Ja, du wolltest auch. Ja, wegen Schweizer. Ich würde auch nehmen, ja. Alright. Ja, es stimmt, ist halt nicht EU, Bro. Ist halt nicht EU-Spendi. Ja, sag ich ja. Ist nicht EU. Ja, jetzt hab ich mir auch, Bro. Und ey, es ist halt nicht EU. Aber jetzt bist du gedrosselt auch. Ja, bei mir stand jetzt gesperrt. Konto leer. Nichts mehr drauf. Oh mein Gott, ich hab grad so eine Core-Memory aus meiner Kindheit freigeschaltet. Hattet ihr auch bei den Eiern im Kühlschrank so einen Ei aus Plastik? Was sozusagen, ja. Was ihr mit ins Wasser getan habt, dann habt ihr das so gedreht, wie die Eier werden sollen. Wenn die fertig waren, hat das gesungen. Ja. Dann hast du gepiept und dann wusstest du, wachsweich, ganz weich oder hart. Ja, das hab ich auch weil das Ei wusste nämlich genau, wie die Temperatur der Eier ist, weil das war ja mit denen zusammen. Mhm. Und dann hat es dir, egal ob es Kühlschrank oder aus, war das dir die perfektes Ei gegeben. Bro, das habe ich noch nie mehr gemacht. Kennst du das? Ja. Ey, Miguel, willst du auch einen? Nee, danke. Ja, ja, aber so. So hast du noch jemand? Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Aber das tust du mit ins Wasser. Ja, ja. Das jetzt? Ey, Chad, ich hab schon zu den Jungs gesagt, ich habe noch nichts gegessen heute, weil wir aufgestanden sind, für Spendi-Videos gedreht haben, noch andere Sachen gemacht haben. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, weil wir müssen eigentlich schon seit 12 Minuten los sein, wenn ich es jetzt nicht schaffe, meine Black and White Bits von Imka gut und günstig zu essen. Bruder, ich sag ehrlich, ich mach den größten Psychopathen-Move. Ich nehme die einfach mit ins Auto. Also dann sehe ich zwar aus wie der übelste Psychopath, aber egal, was soll ich machen? Pünktlich wie immer, ja, ja. Gestern meinte, wir müssen auf jeden Fall 13.30 Uhr im Auto sitzen. Ja, müssen wir auch. Ja, aber Nina, jetzt stelle ich dir was vor, was ich und Kevin, die Dominik und Kevin Zeit oder die Management Zeit nennen. Ja. Die Uhrzeiten, die Kevin und ich bekommen, sind vom Management und auch von Tim und so immer so umgerechnet, dass immer eine halbe Stunde mindestens eigentlich pro Quartier reingeht. Nee, das ist so funktioniert das nicht, ne? Doch. Lüge. 100 Pro. Und das habe ich schon lange durchschaut, aber wir schaffen es trotzdem irgendwie. Hier, mein Bruder. Oh, wow. Das ist die halbe Stunde Pufferzeit. Das heißt, wenn wir 14 im Auto sind, alles easy. Check mal die Eier ab. Vor allem, wir haben so viele. Spendi, warum wird sich hier alles gemopst? Spendi mag ganzen Kofferraum voll mit allen unseren Partnern, Bro. Er mag komplett Kofferraum voll mit Trolli, Digga. Noto, willst du noch was mitnehmen für unterwegs? Sollen wir dir eine kleine Tupperbox ready machen mit ein paar Nougat-Bits? In meinem Auto ist noch mehr drin. Hier ist so viel drin. Setup. Was meinst du, ist noch mehr drin? Ich bin ready für die ISVs. Ja? Wow. Chat, ich hab's dir noch gar nicht gezeigt. Mein Schwanz. Nee, Bro. Ich habe jetzt eine kurze Hose von Mike bekommen. Wir sind also good to go. Also ich bin ready, ich habe alles, was es braucht. Also wir sind ready. Wer geht denn eigentlich alles rein von uns heute beim Eisbaden? Du bist hier. Alle kommst gar nicht mit? Ich komm nicht mit. Oh mein Gott, heute ist ein übelst geiler Tag. What the fuck? Aber geh doch wenigstens hin. Nein, Spaß. Das ist echt voll gemein, Alter. Boah, also jeden Tag immer nur du mobbst Mike, Bro. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Nein. Jeden Tag. Jedes Mal mobben, ich will 100 Euro haben. Nein. Na, Bro, das ist zu viel, Mann. Ich glaube auch nicht, wieso du das machst. Ich freue mich jedes Mal, Mike, wenn du mit dabei bist, weil du filmst wirklich sehr gut auf dem Snowboard. Dafür, dass du noch nicht kein Pro-Snowboarder bist. Also, dass du sein Filmsklave sein kannst, dafür freut er sich. Okay, Bro. Der Filmsklave. Spendi, ich bin wirklich ein bisschen sad, dass du nicht mitkommen kannst. Ey. Ich hätte deinen kleinen Schwanz gerne gesehen. Also, im Sinne von, also, ich fände es cool, wenn du mitkommst. Können ja auch. Wir können es auch kurz jetzt machen, ja. Klar. Ja, naja, sollen wir kurz gehen? Nee, ey, ich hätte auch übertrieben Bock, aber es ist for real. Mm. Ich brauche von da dann ungelogen 7 Stunden. Haha, chillig. Das wäre echt. Chillig, ja, okay. Ja, das bockt nicht. Frag Spendi, ob er Schweizerdeutsch spricht. Warum sollte er das machen? Kann ich nicht. Ja, hä? Wieso soll ich Schweizerdeutsch sprechen? Sag einfach an, Bro, er wohnt in Stuttgart, Mann.
Grüezi. Ey, guck mal, an deiner Stelle wäre ich safe, safe mitgegangen. Selbst wenn du nicht mal reingehst, geh doch mit und erleb das doch einfach live. Oh mein Gott, Alter. Oh, die Schonsansprache. Ey, das ist ein Gaslight. Ja, ja. Nein, das ist aber witzig. Ihr werdet übertrieben viel Spaß haben. Ja, ja. Das will ich damit sagen. Und du willst auch Spaß. Warte mal. Stimmt. Mike, deinen kleinen Schniedel würde ich auch gern sehen. Du warst mein... Okay, pass auf. Hey, pass auf. Mann, so. Kevin... Okay, ich bleib hier, mach deine E-Mails. Ihr macht jetzt einfach Schnick, Schnack, Schnuck bis 3. Wenn du verlierst, gehst du mit. Keine Wahl. Du hast keine andere Wahl. Wenn du verlierst, gehst du mit. Bis 3. Das ist stark. Und bei 2-2, okay? Einfach nur bis 3? Oder immer wenn unentschieden ist, wollt ihr noch einen. Nee, wir machen bis 3. Wer als erster 3 Punkte? Bis 3, komm. Wer als erster 3 Punkte? Let's go. Bist du down? Aber ich muss nicht rein. Schere, Stein, Papier. Du musst mit reinkommen. Ich will nicht mit reinkommen. Du musst mit reinkommen, Mike. Unbestimmte Zeit. Du kannst auch nur 2 oder 3 Sekunden reingehen. Aber wenn du verlierst. Du musst ja, welche Schulden sind ihre Schulden, oder? Exactly. Du musst deinen kleinen süßen Arsch in dieses Eiswasser reinmachen. Er muss auch nicht ganz im Körper machen. Okay, also, wenn ich 3 Punkte als erstes habe, kommst du mit. Mhm. Wenn du als erstes 3 Punkte hast, darfst du hier bleiben. Okay. Okay, 1-0 für dich. 1-1. Oh. 2-1. 2-2. Okay, du darfst hier bleiben. Fumble auf allerhöchster Ebene. Oh. Kevin Teller, unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Das war doch klar, dass er danach das pickt. Ja, ich hätte mit der Schere rechnen müssen. Ja. Spenny ist gerade der eine Kollege, der immer zu lange bleibt und man ihm sagen muss, dass er sich verpissen soll. Aber bester Mann, Shoutout an alle. Nein, er weiß Bescheid. Boah. Er weiß Bescheid. Spenny hat übelst geilen Bro. Style. Ja, finde ich auch. Das ist mir auch heute aufgefallen. Style ist ja fresh. Aber ich habe ein bisschen geändert. Warum? Weil ich hatte ja bis jetzt immer, ich mag ja auch so übertrieben breite Hosen. Aber ich sag immer so, ich habe jetzt ein bisschen geändert. Auf elegant bisschen, mehr? Ein bisschen schicker. Ja, ist geil. Weil, ich sagte wirklich, mein Alter, ne? Irgendwann. Ey, alles Gute zum 40. Bro. Ey, danke, Mann. Ich bin 45 geworden. Kevin? Ja, Bro? Ich hab Probe, ich komm mit. Du kommst mit? Ja, aber ich muss meinen Laptop mitnehmen. Ja! Mike kommt mit, let's go! Wir haben es geschafft, wir haben es gemacht. Wir haben es geschafft. Kommst du mit rein? Ja, weiß ich noch nicht. Ich zieh mich schnell an. Ich bin 33. Nee, mit 33 kann ich mich ja normal immer noch anziehen, aber ich weiß nicht warum, aber so seit einem Monat oder so habe ich echt Bock mal. Ich habe meinen Kleiderschrank aufgemacht, ich habe so viele Klamotten. Erstmal komplett so viel, die Hälfte ausgemistet. Ja, hatte ich auch letztens. Naja, und dann ist mir eine Sache aufgefallen, Digga, ich habe einfach nichts, was schick ist. Ja. Ey, wirklich, ich hatte nur einen Anzug. Aber du siehst ja schick aus gerade. Ja, er geswitcht. Ja. Du meinst so anzugmäßig? Ja, ich hatte nur einen Anzug. Aber so Hosen, guck mal, wie sowas zum Beispiel, einfach auch mal chillig so. Ja, ist fresh. Oder so, so Anzugsstoff. Kennst du so Hosen, die. Die hat auch Nico zum Beispiel. Ja, die sind so gemütlich, aber die sind so geschnitten wie so ein Anzug. Genau, halt. Genau. Sowas ja. Zum Beispiel. Dann war ich halt wirklich am nächsten Tag, bin ich dann shoppen gegangen. Geil. So eine kleine Quarterlife-Crisis hast du da gehabt. Ja. Quarterlife. Wie Midlife-Crisis, nur ein bisschen früher. Ja. Das kann gut sein, ja? Bro, dass ich habe. Ich brauche mal einen Change in meinem Leben. Bro, ich habe festgestellt, ich werde nächste Woche 27. Ja? Das hört sich jetzt schon wirklich so an, als wäre ich demnächst 30. Scheiße, der Geburtstag. Ja, und dann? Ja, dann geht's bergab, oder? Ich meine. Naja, wenn ich mir meinen Körper zeige und du deinen Körper zeigst. Oh, okay. Okay. Violation. Ja, alle recht. Alle recht, wir müssen auch auf Mike warten, oder? Mike, komm mal ran jetzt, wir müssen los. Mike! Komm mal ran! Mike! Wie geht's dir denn heute? Wir haben noch gar nicht mit dir gesprochen heute. Doch, haben wir. Nee. Wir haben schon vor vielen Leuten gesprochen. Nicht ignoriert, bis der Stream live geht. Wir haben so viel gesprochen, John. Ja, es reicht. Die zwei Sätze reicht einfach. Also. Jetzt auch mal genug, okay? Ey, wollen wir schon mal reingehen ins Auto? Stream hin und her, aber. Ich sag gern einmal, ich kann aber das Kabel jetzt for real. Aber egal, aber dann lass mich in Ruhe. Soll ich kurz Kamera halten? Die Geld zieht sich kurz Schuhe an. Alles tragt. Nö, alles gut, Bruder. Alles gut. Alles gut. Und hast du Bock schon jetzt 4 Stunden nach Hause zu gucken? Ich hab einen Call. Also ich hab auch noch was zu tun. Achso, du hast ein Telefonat, meinst du jetzt? Ja, okay. Ja, das ist immer chillig, Bro. Ich hab auch manchmal, wenn ich auf langen Autofahrten bin und ich weiß, Dominik ist auch auf langen Autofahrten, dann telefonieren wir einfach so. Ja, das ist geil. So wie als wären wir so im Discord oder so. Ja, ich gehe auch mal immer auf den Discord sogar. Ja? Nachtsfahrten hab, ja. Ja, das ist chillig, Mann. Das dann geht halt die Zeit ultra. Oder so, ultra und dann bin ich halt im Channel. War eigentlich geil. Ja, safe. Das ist eigentlich geil. Weil ich finde, wenn man mit irgendwem labert oder so, Bro, dann ist so eine Autofahrt immer gleich ziemlich schnell vorbei. Mit dir jetzt oder was? Sollen wir jetzt labern? Eine Fresse. Ja, schon okay. Naja. Ich weiß gar nicht, ob die so ein großes Loch ausschneiden könnte. Boah, Alter. Ey, Digga. Hey, was passiert, wenn ich hier im Kabel hier ziehe? Nein, zieh nicht. Das ist auch dein Stream, der dann ausgeht, Bro. Ist egal, ich bin Märtyrer. Okay. Ich stürz mich in den Tod.
Okay, Handys habe ich, Kameragear haben wir alles, ich habe einen Bademantel, ich habe ein Handtuch. Dominik, hast du den Bademantel-Handtuch? Ja, ich muss noch kurz aus dem Keller meine Jacke holen, ich gehe da unten raus, ich drücke dir das in die Hand und wir treffen uns dann gleich beim Auto. Easy. Let's go.